an den Major. Los geht's, bitteschön. Steffen, vielen Dank. Wunderschönen guten Abend in der Dormiere Rücklounge zur Pressekonferenz nach der heutigen Partie. Ich begrüße die anwesenden Gäste, beide Trainer. Links von mir Gästecoach Brian McCutchen, rechts von mir Saalebrücken-Coach Georgi Kimstatsch. Ich wurde gebeten, schnell zu machen. Unsere Gäste wollen nach Hause, verständlich. First of all, congratulations. Can you tell us something about the impressions of this game and your team and our team? No, we came into the game and we knew it was going to be a difficult game for us. They have a good team, they have some very dangerous forwards, and we wanted to do a good job defensively. I think for the most part we did that and fortunately capitalized on a few opportunities, so we're happy with an important win. Vielen Dank, ich fasse kurz zusammen, ihr habt es wahrscheinlich verstanden, Sie sind froh über den Sieg, Sie wussten um die Schwere der Aufgabe, wir haben gute Angreifer. Gomi, Gefühl für dich, das erste Mal 0 Punkte. Bist du trotzdem zufrieden mit der Leistung gegen den Ligenprimus Duisburg? Ja, wenn man, also erstmal schönen guten Abend an alle. Wenn man verliert, kann man jetzt nicht unbedingt zufrieden sein. Wir haben einige Fehler gemacht, die Duisburg brutal ausgenutzt hat. Und an diesen Kleinigkeiten müssen wir noch arbeiten und dann in den nächsten Spielen zufrieden zu sein. Vielen Dank. Eine Frage, diese Pause, dieser Break wegen dieser Plexiglas oder wegen dieser Werbebande, war das der Knackpunkt des Spiels, das Break, weil so broken Plexiglas, was hast du denn heute zu geben? Because after the break, your team did 2 goals and 10. No, I don't really think it had anything to do with it. It happens and the players expect, they know how to react to it. So. Thank you. Gobi, was sagst du dazu? War das das Break? Naja, wenn man das jetzt so sieht, gleich nach der Pause 2 Tore, ja, irgendwie sind wir ein bisschen aus dem Rhythmus rausgekommen und man kann zwar jetzt nicht auf diese Pause irgendwie alles schieben, aber ja, wir haben leichter Unaufmerksamkeit gehabt und zumindest das 1-0 bekommen, eigentlich ganz dumm aus nichts. Und 2-0, da war man ein bisschen nervös im Drittel, das 2-0 bekommen. Sie sind gut noch zurückgekommen, die Mannschaft hat weiter stark gekämpft, wollte unbedingt Ausgleich schaffen. Leider hatten wir nicht so viel Glück, Corona in Kelten gehabt. Aber gut, so ist es halt im Eishockey. Vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Publikum an einer beiden Trainer? Ich sehe keine, dann congrats again. Have a good trip home. The long one, yeah. This time you win, next time we will win against Duisburg. Einen schönen Abend, wir sehen uns alle am nächsten Sonntag hier gegen Rostock. In dem Sinne, ciao, ciao.